Ich werde die nächsten nicht alle so ausführlich erläutern. Zunahme der Einpersonenhaushalte, Singelisierung. Kann ich sofort erkennen, was das für Auswirkungen hat. Zunächst mal, die Grundauswirkung ist bestimmt eine positive, dass Singles, Einpersonenhaushalte bestimmt eine höhere Affinität haben im Schnitt, sich Haustiere und damit auch zum Beispiel Aquarien, Terrarien einzurichten. Es kommen aber auch bestimmte Probleme auf die zu. Wenn diese Singles verreisen wollen, wenn sie die Wohnung verlassen, wer pflegt das Ganze? Ansatzpunkt auf alle Fälle wieder fürs Funktionenmarketing. Wachsendes Durchschnittsalter ihrer Kunden, steigender Frauenanteil unter den Kunden und steigender Migrantenanteil unter den Kunden. Hand aufs Herz, haben sich darüber schon Gedanken gemacht? Und haben Sie für sich Antworten gefunden, wie Sie genau diesen Phänomenen begegnen? Sind auf alle Fälle kluge Fragen, die man stellen kann. Zum Schluss, für diese Folie habe ich Ihnen noch was Kurioses. Es gibt ein ganz klar wissenschaftlich nachweisbares Phänomen des Down-Nesting. Down-Nesting. Ich könnte es übersetzen mit Nestverkleinerung. Jetzt halten Sie sich fest, Sie dürfen lachen. Es lässt sich nachweisen, dass so seit etwa 10, 15 Jahren die Eltern beginnen sich zu wehren, nicht alle, aber viele Eltern beginnen sich zu wehren gegen das Phänomen, dass Kinder, die sich im Beruf nicht so leicht tun, dass die quasi wie ein Bumerang in die elterliche Wohnung wieder zurückkommen, auch im Alter von 25, 30 oder drüber. Einige oder etliche Eltern begegnen diesem Phänomen durch Downnesting. Die radikalste Form des Downnesting wäre, ich ziehe aus dem Einfamilienhaus in eine nur noch 2- oder 3-Zimmer-Wohnung und dann gibt es weniger Zimmer. Die nicht so radikale Form ist, dass man die Kinderzimmer auflöst und zum Beispiel einen Hobbyraum draus macht oder ein Trimm-dich-Zimmer oder irgendeinen anderen Funktionalraum. Ich kann mir da ganz besonders gut Aquarien drin vorstellen. Also nutzen Sie doch Aquarien, nutzen Sie Ihr Sortiment, um diesen Trend, diesen wirklich langfristigen Trend des Downnesting in Ihrem Sinne umsetzen zu können. Das wäre doch mal ein Gedanke wert. Ich bin beim zweiten Metatrend, nämlich dem Thema neue Konsummuster. Hier gibt es sowas wie den kleinen Luxus. Also wenn der Wohlstand nachlässt und wenn zum Beispiel der Zweiturlaub oder andere Statussymbole schwierig werden, andere Dinge, die Spaß machen, dann gönnt man sich Luxus im Kleinen. Auch da sehe ich sofort den Bezug zu ihrer Branche. Viele Männer, die früher mit protzigen Autos Prestigesymbole bewegt haben, benutzen jetzt, weil sie halt nur noch mit der Bahn oder mit anderen Verkehrsmitteln überhaupt sinnvoll zur Arbeit kommen, benutzen andere Dinge. Da werden plötzlich Füllfederhalter oder Herrenuhren im fünfstelligen Bereich angeboten. Also ich staune, sie können im Bereich zwischen 30.000 und 150.000 Euro können sie jede Menge Herrenuhren shoppen mittlerweile. Also der Luxus, der dann auf andere Dinge transferiert wird. Und jetzt können wir mal preislich weitaus drunter bleiben. Ich könnte mir da auch zum Beispiel ein sehr, sehr hübsches und ein sehr wertiges Aquarium vorstellen. Und das muss auch nicht mehr Nano sein. Ja? Wenn Sie die Funktionalitäten des Nano-Aquariums betrachten und Sie nehmen die Kleinheit weg, dann könnte man das Design, das sehr, sehr hochwertige Design, auch in anderen Größenordnungen sich vorstellen, könnte damit experimentieren. Wenn ich ein Hersteller oder ein Händler im Bereich Nano-Aquarien wäre, dann würde ich mir bewusst machen, dass das kein Megatrend ist, Nano, sondern ein Trend. Dann würde ich sagen, okay, im Augenblick geht es mir gut, wie geht es mir in 5, 6, 7, 8 Jahren und wie könnte ich die überlebensfähigen Funktionalitäten aus diesem Trend in den nächsten Trend reinretten. Ich denke, ich habe es Ihnen deutlich angedeutet. Hat keine Erfolgsgarantie, aber ist auf alle Fälle viel, viel besser als jammern oder nichts tun oder abwarten. Wunsch nach Einfachheit. Hier sieht man ganz klar, dass viele
Kunden etwas Einfacheres, etwas Schlichteres haben wollen. Wir sind von Dynaxität, ich übersetze es mal gerade, das ist die Mischung von Dynamik und Komplexität. Da sind wir häufig angenervt und wir haben die aber im Arbeitsleben. Und dann freuen wir uns, das ist eine Gegenreaktion, dann freuen wir uns sehr, sehr häufig, wenn wir eben einfache Produkte haben. Und das ist zum einen auf der Ebene der Produkte, aber es ist auch auf der Ebene der Prozesse, der Handhabbarkeit. Ja, Heiko Blessin sagte gerade, wir haben uns nicht abgestimmt, nicht abgesprochen, sagte gerade hier vor einer halben Stunde etwa, ja, idiotensicher. Und wenn der Kunde dann zu viel oder zu wenig oder so, dann geht es immer noch. Ich muss Ihnen jetzt in aller Kürze 30 Sekunden eine Story erzählen, wo Sie über mich lachen dürfen. Ich habe manchmal so die Anwandlungen, dass ich denke, ich hätte eine kreative Phase und dann setze ich mich nachts an den PC und bastle Folien. Und da greife ich hinter mich, ich wohne ja nicht in einer Wohnung, sondern ich wohne in einer Bibliothek mit Toilette und Kochzelle so etwa. Ja. Also greife ich hinter mich und finde ein Buch, was ich gesucht habe, nämlich Accounting for Dummies, also irgendwie so Buchhaltung, Bilanzierung für Dummies. Dann habe ich das eingescannt und habe ein Bild von einem Fisch drüber gemacht und habe versucht, die Schrift nachzuahmen, habe gedacht, und das stelle ich Ihnen vor, Aquarien oder Aquariumstechnik für Dummies. Das wär's doch. Ja? Die Leute, die es nicht so kompliziert haben wollen und die Angst haben, ach, da muss ich mich ja einlesen. Ja? Nächsten Morgen sagt meine Frau, sag mal, hast du geguckt, ob es das Buch nicht wirklich gibt? Ich habe da an dem Ding, an dem Bild, das ist nicht dieses Bild, ja. Ich habe da bestimmt eine Stunde gebastelt, bis es richtig gut aussah. Einscannen, Schrift nachahmen. Meine Frau hat in 30 Sekunden im Internet dieses Buch gefunden und ich darf den Titel natürlich jetzt hier zeigen, das Buch gibt es wirklich. Wir machen ja Werbung für das Buch. Wer von Ihnen kannte das Buch? Darf ich mal um? Ja, ja, immerhin ein paar. Dankeschön. Ja? Aber da gehen dann Dinge an einem vorbei.